Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind hier natürlich bei Melody. Und die Kinder sind alle am Pennen schon, weil die alle müde sind. Und ich habe alle umstylen können. Ich habe alle tatsächlich normal altern können. Denn ich darf einfach gerade das nicht hier hinstellen, weil da anscheinend zu wenig Platz ist oder so. Das neue Update hat anscheinend das gemacht, dass es mehr Platz benötigt war. Als ich den Kuchen hier hingestellt habe, konnten alle die Kerzen auspusten. Hier hat es niemandem nicht funktioniert, deswegen, ja. Und es ist ein Problem, was wohl generell besteht, deswegen bin ich schon mal froh, dass es nicht nur mich betrifft. Bist du bereit für deine Babyparty, York? York hat noch kein Kind, danke. Wir werden heute auf jeden Fall noch mit jemandem ein Kind machen. Weil wir haben zwei Plätze frei und da kann man sich schon mal gönnen, wa? Er hat Level 3 in seiner Fähigkeit erreicht, das ist sehr, sehr schön. Deswegen kann er jetzt einfach schlafen gehen. Sie könnte es auch noch schaffen, tatsächlich. Und wenn sie dann schlafen geht, dann ist auch gut. Ich meine, sie wird dann nicht ausgeschlafen sein, aber eventuell, es besteht eine ganz, ganz kleine Chance, dass sie dann schon älter werden kann. Sehr gut! Wow! Ich würde sagen, wir schicken sie jetzt einfach mal direkt los. Und lassen sie mit jemandem was haben. Wir versuchen es jetzt nochmal beim Melody Fanclub. Vielleicht funktioniert das Grundstück ja diesmal besser. Also ich würde ja sagen, wir nehmen hier diesen Businessman, weil der sieht hier ja ganz gut aus für das, was ich mir hier vorstelle gerade. Wir kriegen ja das hier schon ganz gut hin, denke ich. Aufreizen, posieren ist halt auch immer so richtig gut. Deswegen, ne? Das macht die halt schon immer richtig krass an. Kann ich verstehen. Knutschi funktioniert bestimmt auch. Yay. Okay, wir können auf jeden Fall ein Baby machen, deswegen versuchen wir es einfach mal. Viel Spaß. Dann machen wir einen Schwangerschaftstest. Oh, jetzt nicht. Nein. Wir versuchen es nochmal. Baby machen mit Brian. Mit Arthur hat sie gerade Liebe verloren. Aber ja, passiert, I guess. Wieso ist sie nicht schwanger? Warum? Sie muss schwanger werden von ihm. Oh, danke. Hat lange genug gedauert. Dann ab nach Hause. So, ich habe allen Aufgaben gegeben. Wuhu! Die beiden sind Einserschüler. Oh mein Gott! I love you. So, jetzt müsste das eigentlich funktionieren. Mit den beiden. Happy birthday to you. Ja, jetzt wird er älter. Schaut, es funktioniert nämlich. Tada! Keine Ahnung, irgendwas ist da ein bisschen anders geworden. Er ist korrekt. Oh, ich glaube, das ist neu, oder? So, Sis, und du hast auch Geburtstag. Woo! Und sie ist Einzelgängerin. Ich finde es schön, wie alle drei Kinder einfach stinken. Mh, lecker. Da muss es wunderbar riechen bei denen. Wow. Die jetzt alle zu waschen und so, ist halt auch wieder so eine Sache, ne? Ah, Kleinkinder können schon richtig anstrengend sein. Aber für diese Challenge ist es gut, Drillinge zu haben. Weil wir dann halt schneller an unser Ziel kommen, ne? Die setzen sich so genau vor die Tür. I love it. Kleinkinder, ne? Die sitzen jetzt alle hier und spielen ihre Spiele. Das Schneefest hat begonnen. Oh, süß. Also ich meine, ich möchte jetzt gerade nicht hin, aber süß. Ich freue mich schon, das irgendwann zu erkunden, ey. Best Girl ist da. Hi. Why is she sad? Ach du Scheiße, schon wieder so viel, ne? Oh je. Ich sitze auch immer nackt, also mit meiner Mutter nackt und spiele dann irgendwelche Spiele da. Normal? Wieso wollen nicht alle zu Besuch kommen? Ich habe jetzt schon 10-mal gefühlt diese Nachricht bekommen, dass irgendwer vorbeikommen will. Was wollt ihr alle von mir? Es ist Herbst! Woo! So, mal schauen. Wie sieht's denn aus bei den Kindern? Das sieht doch schon ganz okay aus. Das sieht tatsächlich sehr, sehr gut aus. Und auch das sieht ziemlich okay aus. Ich denke, dass die am schnellsten fertig sein wird, was okay ist, denke ich. Ja, finde ich gut. I like it. Ich würde an dieser Stelle dann aber auch sagen, ich beende den Part. Ich finde, man hat schon ein bisschen was erreicht, so im Leben. Also ich meine, die haben alle ihre Fähigkeiten hochbekommen. Zwei Kinder sind ausgezogen. Wir sind schwanger geworden. Das heißt, nächsten Part kriegen wir ein Kind. Wahrscheinlich zwei oder drei vielleicht sogar. Mal schauen. Das sieht doch schon ganz gut aus, würde ich behaupten, oder? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!